Ach, jetzt bin ich schon wieder live. Wunderbar. Ja, es fügt sich im Laufe des Lebens alles zusammen. Sehr, sehr spannend. Und ja, eben habe ich so einen Text überarbeitet in einem Yoga-Magazin und dieser Text ging über die Krankheit, über das Unwohlsein in der Yoga-Philosophie, wenn man sich verändert. Ja, das ist manchmal schon so ein komisches Gefühl, muss man sich natürlich daran gewöhnen, dass wenn man sich verändert, auch nicht immer so angenehme ja, Gefühle kommen, zumindest am Anfang. Und heute war ich einkaufen und habe jemanden getroffen, den ich kannte, schon eine längere Zeit. Also nicht so eng, aber wusste halt, wir haben uns gekannt. Und dann fragt er mich, ob ich eben noch Akupunktur und solche Dinge mache. Und ich sage, nein, mache ich nicht, weil ich eben mit dieser Impfpflicht nichts zu tun haben möchte. Und dann schaut er mich an und was ist da los? Und ja, wie? Und oh. Ja, dann merkt man, da kommen so komische Blicke rüber. Und wenn man da seelisch, geistig, psychisch nicht stabil ist, dann kommt man vielleicht wieder in andere Fahrwasser rein. Ja, und so ist es eben, wenn man nicht so mitspielt, wie es andere gewohnt sind, dann entstehen solche Dinge. Aber im Grunde ist es gut, denn man sollte das tun, was einem gut tut. Und nicht, damit Leute nicht komisch schauen und so, sondern immer das machen, was dem Leben, dem Körper, der Seele zuträglich ist. Ja, somit diese Krankheit, also wenn man sich verändert auf einem spirituellen Weg, dann ist es anders, so wie wenn man umzieht und woanders wohnt, ist es auch erstmal komisch am Anfang. Und da muss man sich einfach nur dran gewöhnen. Man kann sich also auch an das Gute gewöhnen, wenn man aus seinem Hamsterrad rausgeht und nun die Dinge anders betreibt, bedarf ein bisschen Aufwand. Aber wie gesagt, man kann sich auch an das Gute gewöhnen. Und eben kam so aus dem Fenster der Ton herein von einem Spaziergang und dann war ich auch wieder begeistert, dass Menschen endlich mal oder immer wieder und nicht wenige ihre Meinung kundtun. Natürlich, wenn man in der jetzigen Zeit seine Meinung kundtut, wird man von einigen immer noch schräg angeschaut. Hey, was machst du da? Was ist da los? Warum gehst du auf die Straße? Und so weiter. Ja, aber warum soll man etwas tun, was einem eben nicht gut tut? Das ist ja widersinnig. Warum soll ich nur, dass ich anerkannt werde, mich da von irgendwas injizieren lassen? Für was? Was bringt das? Nichts. 0,0, nichts. Oder man ist irgendwo eingeladen und derjenige hat vielleicht gekocht und gemacht und sich Mühe gegeben. Und dann kommt man vielleicht hin und sagt, ja, das und das esse ich aber nicht. Ja, dann entstehen auch wieder ungute, komische Gefühle. Aber warum soll man etwas essen? Nur um jemandem eine Freude zu machen, was einem nicht gut tut oder was seiner eigenen Philosophie widerspricht. Und im Yoga nennt man sowas ein Hindernis, eben die Krankheit oder dieses Unwohlsein, was im Geiste entsteht. Und in der jetzigen Zeit wird einfach diese ganze Yoga-Philosophie noch ganz präsent und wirklich klar, deutlich, was gemeint ist. Und so sollte man eben zu sich stehen und nicht irgendetwas tun, nur dass es anderen gefällt oder dass man anderen gefällt,
Warum? Warum soll ich mich schädigen, nur um anderen eine Freude zu machen? Das ist ja widersinnig. Man macht etwas, was einen schädigt, nur damit andere Recht bekommen oder sich gut fühlen. Nein, man muss sich selber gut fühlen und dann kann man das andere machen. Ja, sehr spannend die Zeit aktuell, wenn man so sich ein bisschen auskennt mit der Yoga-Philosophie, dann sieht man jetzt wirklich ganz, ganz deutlich, was damit so gemeint ist, was es bedeutet. Und hier gilt es dann einfach, dieses Hindernis zu überwinden, um zu sich zu stehen und nicht mitzuspielen. Diese Krankheit, Vyadi, wie sie Patanjali in seinen Texten beschreibt, ist eben so das, was am Anfang passiert, wenn man plötzlich nicht mehr im System mitspielt, Dinge anders macht und Menschen dann so wie, ja, so vor die Frage gestellt werden, was macht der denn da jetzt? Warum ist derjenige jetzt so? Warum spielt er keinen Fußball mehr? Warum nimmt er keine Tabletten mehr? Warum isst er kein Fleisch mehr und so? Ja, und manche verstehen eben nicht, wenn man anders lebt, wie es vielleicht Hunderttausende machen. Wichtig ist nur, dass man es selber weiß, warum man gewisse Dinge tut oder eben nicht mehr tut, ungeachtet dessen, was andere sagen. Und dann überwindet man dieses Hindernis, dass man mehr zu sich kommt, zu sich steht. Ja, es war wirklich ein spannender Tag, wo man genau diese Dinge erleben kann und sieht leibhaftig im Leben, was das Ganze so macht. Und wie gesagt, warum soll man sich selbst was Schlechtes antun, nur dass andere Leute, Menschen zufrieden sind? Wahre Freunde würden das gar nicht wollen. Die würden respektieren, wenn man gewisse Dinge nicht isst oder gewisse Dinge nicht tut. Und so sind diese Zeiten auch sehr klärend, denn man sieht sofort, was sind Freunde und was sind keine Freunde? Eben ein Freund würde respektieren, wenn man, wie gesagt, kein Fleisch mehr isst oder kein Alkohol mehr trinkt. Das wäre überhaupt kein Problem. Nur man merkt eben, wenn man so auf eine gesündere Art und Weise lebt, das ist sehr komisch, dass manche Menschen damit gar nicht zurechtkommen. Dass man plötzlich gesund lebt. Ja, weil sie denken, sie machen alles richtig, aber das tun sie eben nicht. Jeder macht halt sein Leben. Und jeder muss für sich rausfinden, was recht für ihn ist, was gut für ihn ist. Und das kann mir niemand anderes sagen oder bestimmen. Jo, das war so mein kurzes Video heute. Wieder mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.